Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt bereits in die dritte Woche des Krisenmoduses. Seit mehr als 2 Wochen haben wir Besonderheiten in Hövloff. Seit mehr als 2 Wochen sind wir mit dem Thema Corona beschäftigt. Der Krisenstab tagtäglich. Täglich versuchen wir, die besten Maßnahmen zu treffen zum Schutz der Bevölkerung. Und wir haben uns seit 2 Wochen auch intensiv beraten, stets mit den Hövlover Ärzten. Und für die Hövlover Ärzte spricht Dr. Georg Schneider. Er hat sich mit seinen Kollegen abgestimmt, dass er für Sie regelmäßig bereitsteht, um aktuelle Informationen auch aus Hövloff Ihnen zu geben. Und die wollen wir natürlich nicht nur im Rathaus behalten, sondern die möchten wir auf diesem Wege auch nach außen transportieren. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schneider. Schön, dass Sie uns heute wieder besuchen. Und wir würden ganz gerne natürlich wissen, zunächst mal, das fragen mich auch sehr viele, wie geht es den bisherigen Patienten, 11 an der Zahl, die auf Corona positiv getestet worden sind? Wie ist der Verlauf gewesen? Gibt es schon erste Gesundungen? Ja, vielen Dank für die Einladung. In Hövloff haben wir 11 Fälle. Die Verläufe sind alle relativ mild zurzeit. Das heißt, es sind grippeartige Symptome, Husten, Schnupfen, Auswurf, vielleicht auch Temperatur dabei. Es ist kein Patient aus Hövloff zurzeit hospitalisiert. Das heißt, wird in der Klinik behandelt. Die Verläufe sind wie im übrigen Bundesgebiet mit über 80% relativ milde. Und die größte Gruppe der Betroffenen sind die Reiserückkehrer. Das heißt, wir haben innerorts noch keine Infektionen, sondern behandeln zurzeit die Patienten, die als Reiserückkehrer nach Hövloff zurückgekehrt sind. Ja, über Hövloff hinaus ist natürlich in allen Medien präsent die weltweite Lage. China scheint es sich etwas stabilisiert zu haben, aber in Amerika gehen die Zahlen exorbitant nach oben. In Frankreich hören wir Dramatisches, Italien sowieso. Keine Trendwende erkennbar, noch heute die Nachricht des Tages, auch in Italien. In Deutschland tagtäglich 5.000 neue Fälle, 50 Tote, das heißt 1% aller derjenigen, die positiv getestet werden, sterben tatsächlich. Wie würden Sie die allgemeine Entwicklung derzeit einschätzen? Also Stand heute Morgen ist, dass wir in Deutschland knapp 43.000 betroffen haben. Das sind fast 6.000 Patientinnen und Patienten mehr als am Vortag getestet. Wir haben zurzeit eine Verdopplungsrate von 4,5 Tagen. Das heißt, alle 4,5 Tage verdoppelt sich die Anzahl der positiv getesteten Patientinnen und Patienten. Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut hat recht. Wir stehen am Anfang der Pandemie in Deutschland und werden uns auf weitere schwierige Wochen einstellen müssen. Ja, seit vergangenem Sonntag gibt es die sogenannte Kontaktsperre oder das Besondere, was Sie an die Rechtsverordnung erlassen haben, dass wir uns nicht mehr so begegnen können wie bisher. Seit Montag die Rechtsverordnung in Kraft, nur noch mit Verwandten, gerader Linie dürfen wir uns begegnen, vielleicht auch noch mit Bruder und Schwester, ansonsten nur höchstens 2 auf der Straße. Wir müssen mit massiven Bußgeldern vorgehen, wenn sich das so nicht bestätigen würde. Einschränkungen, wie wir sie noch nie gehabt haben in Deutschland. Die Grundrechte sind in der Freiheit beeinträchtigt. Wie würden Sie die erste Woche beurteilen? Hat es schon Auswirkungen? Spüren wir schon, dass die Fallzahlen nach unten gehen? Nein, das können wir noch gar nicht spüren. Aktuell ist Tag 5 der Kontaktbeschränkungen. Wir brauchen mindestens einen Zyklus von 14 Tagen, um zu sehen, ob Kontaktbeschränkungen überhaupt die gewünschte Wirkung bringen oder ob wir weitere Ausgangsbeschränkungen durchsetzen müssen in den betroffenen Regionen. Das ist ein zeitlicher Verlauf, der liegt an der Infektionslage, am Ausbreiten des Virus und an den Kontakten, die eben auch noch bis letzten Sonntag einschließlich stattgefunden haben. Das wird noch einige Zeit dauern. Wenn wir 2 14-Tage-Zyklen hinter uns gebracht haben, wird man definitiv mehr sagen können. Nochmal ganz genau vielleicht für unsere Zuschauer, wie wird dieser Virus übertragen? Wie weit sollte der Abstand zueinander sein, damit wir nicht derjenige sind, der dann dem anderen auch den Coronavirus mitgibt? Übertragen wird das Virus über Tröpfcheninfektion, das heißt eben direktes Anniesen oder Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Der direkte Körperkontakt wird definiert, Abstand unter 1,5 Metern und länger als 15 Minuten. Das heißt, wir müssen weit voneinander entfernt bleiben. Wir müssen alle Hygienemaßnahmen beim Husten, Schnupfen, Niesen durchführen, damit keine Kontakte mit den Viren stattfinden können. Wir müssen Oberflächen reinhalten, wir müssen häufiger Wischdesinfektionen mit normalem Reinigungsmittel machen und uns öfter die Hände waschen. A und O wird aber weiterhin bleiben, dass wir Kontakt zu alten, kranken und chronisch kranken Patienten dringend weiter meiden müssen und das mindestens noch weit über 14 Tage hinaus. Jetzt höre ich immer wieder auch, wie soll ich mich verhalten, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich jetzt vielleicht doch am Imbissstand mir etwas abhole. Da sind ja oftmals auch mehrere an der Kasse. Wie weit soll ich meinen Abstand dort zueinander halten? Wie kann ich es vermeiden, auch wirklich nicht infiziert zu werden?
Also man sieht das schon ganz gut in der Gemeinde Hövelhof, vor vielen Geschäften, vor vielen Läden, die noch offen sind oder auch Gastronomiebetrieben, wo abgeholt wird teilweise. Der Abstand beträgt fast immer über 2 Meter, der eingehalten wird. Und das ist auch eine Zahl, die man sich merken sollte. Mindestens 2 Meter Abstand halten im öffentlichen Leben, das schützt sehr. Ich habe auch den Eindruck, dass das gut funktioniert. Auch die Lebensmitteleinzelhändler haben gute Vorsorge getroffen. Man hat teilweise sogar Kreuze auf die Erde gemalt, damit jeder weiß, wo er zu stehen hat, wenn er an der Kasse ansteht. Also sehr vorbildlich und auch die Rückspiegelung, die ich bekomme aus der Bevölkerung, dass weitestgehend sich dann auch daran gehalten wird. Ein weiteres Thema, gerade auch aktuell durch unsere Bundeskanzlerin. Sie hat sich aus Pneumokokken impfen lassen, hat sich dabei allerdings mit Corona eventuell infiziert. So war es zunächst in den Medien, aber Gott sei Dank waren die Tests dann auch negativ. Pneumokokken sind Bakterien, also etwas komplett anderes als die Viren. Warum empfiehlt man derzeit auch, diese Impfung zusätzlich durchzuführen? Wir kennen das aus den Untersuchungen der großen Grippewellen mit Influenza A und B, was eben auch virale Infektionen sind. Das ist bei Patienten, die möglicherweise Vorerkrankungen haben, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen oder Asthmaerkrankungen oder die das 70. Lebensjahr überschritten haben, dass es zu bakteriellen Superinfektionen kommt. Und ein viraler Infekt, der durch ein Bakterium superinfiziert wird, kann zu einem schweren oder schwersten Verlauf führen, insbesondere im Rahmen von Beatmungsmöglichkeiten, die für den Patienten dann häufig einen fatalen Verlauf nehmen. Deswegen wird die Grippeimpfung jedes Jahr saisonal empfohlen ab Oktober. Deswegen wird auch die Pneumokokkenimpfung empfohlen für alle Risikogruppen, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Patienten ab 70 und chronisch kranke Patienten. Auch in der heutigen Zeit wird sie empfohlen. Wer sie jetzt noch durchführen lassen muss, muss allerdings vorher telefonisch Kontakt zu seinem Hausarzt aufnehmen. Der Grippeimpfstoff ist zurzeit rar. Es liegen auch nicht mehr in jeder Praxis Grippeimpfstoff und Pneumokokkenimpfstoffe bereit. Es wird schnellstmöglich nachgeliefert, sofern diese Nachlieferungen da sind. Gilt das Prinzip: anrufen, Termin vereinbaren, rein, impfen, raus. Es muss also wirklich gesichert sein, dass kein Wartezimmerkontakt stattfindet und dass das Personal sowie auch die Patienten so informiert sind, dass eben Wartezeiten nicht stattzufinden haben. Dann kann in der jetzigen Zeit geimpft werden, ansonsten kann in der jetzigen Zeit nicht geimpft werden. Nochmal für alle: Pneumokokken, Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, das könnten die schlimmsten Auswirkungen sein. Bei den meisten verläuft es harmlos. Nichtsdestotrotz sollte es nicht unbedingt dann auch noch mit der Corona-Grippe dann zusammenkommen, mit dem Coronavirus. Von daher nochmal die klare Empfehlung, sich impfen zu lassen ab 70 mindestens, oder das Robert-Koch-Institut empfiehlt sogar ab 60. Darüber hinaus für alle Risikopatienten und Kinder, ist richtig? Ja, das ist genau richtig. Bei den Kindern wird bis zum 2. Lebensjahr die Pneumokokkenimpfung empfohlen. Auch hier gilt: Rücksprache halt mit dem Kinderarzt, wenn Impfstoff vorhanden, Impfungen durchführen, aber eben mit einem gezielten Management. Auch darauf weist das Robert-Koch-Institut ausdrücklich hin. Es dürfen jetzt nicht 15 Patienten im Wartezimmer sitzen und auf Impfungen warten. Oberstes Ziel ist die Kontaktsperre und das Vermeiden von Infektionen durch Abstand halten und Hygienemaßnahmen. Und die können wir natürlich nicht außer Kraft setzen, indem wir jetzt zur Pneumokokkenimpfung ausrufen, in besonderen Fällen nach Absprache völlig unproblematisch zu machen in der Praxis und auf jeden Fall sinnvoll. Ja, vor einer Woche haben wir noch zusammengestanden, da haben Sie nochmal aufgezeigt, wer zu den Risikogruppen gehört, wer sich testen lassen sollte. Da waren unter anderem auch die Reiserückkehrer ganz, ganz wichtig aus Risikoländern. Inzwischen sind aber alle wieder in Deutschland zurück. Trotzdem wird ja weiterhin getestet, wird weiterhin natürlich derjenige, der irgendwelche Symptome spürt, auch zum Gesundheitsamt geschickt. Wen würden Sie heute raten, tatsächlich eine Corona-Testung durchzuführen und wer führt sie durch? Also die aktuellen Empfehlungen haben sich eben insoweit geändert, dass die Reiserückkehrer mittlerweile vom Robert-Koch-Institut rausgenommen worden sind. Das ist auch auf der Seite des Kreises Paderborn gut beschrieben. Wer getestet werden muss, sind direkte Kontaktpersonen zu einem an Coronavirus erkrankten Patienten. Die werden auch getestet, wenn sie zusätzlich Symptome einer Grippe, eines Infektes der oberen oder unteren Atemwege oder eben Fieber haben. Das ist die Gruppe, die bestehen bleibt, die war vorher auch drin. Ansonsten ist es die Gruppe, die hinzugekommen ist. Das sind Patienten mit Risikofaktoren, das sind Patienten in Altenheimen, das sind Patienten mit bronchopulmonalen Infekten, wovon ausgegangen wird, dass möglicherweise ein viraler Hintergrund da ist oder dass ein Röntgenbefund vorhanden ist, der auf eine Lungenmitbeteiligung im Rahmen eines Virusinfektes deuten könnte. Und dann kann nur in den Praxen vor Ort entschieden werden, ob ein Test durchgeführt wird. Die Tests werden durchgeführt beim Gesundheitsamt des Kreises Paderborn.
telefonisch auf der Homepage des Kreises Paderborn zu sehen. Ansonsten ist es so, wie wir es letzte Woche auch gesagt haben, wir führen weiter in dringenden Fällen in Hövelhof für die Indikation Schwerbehinderte, dringliche Fälle, kleine Kinder ohne Fahrmöglichkeit, die Tests nach vorheriger Rücksprache über die telefonische Hotline der Gemeinde durch. Dafür sind wir Ihnen auch sehr, sehr dankbar, dass Sie dies tun, aber wir spüren trotzdem immer wieder, dass die Bevölkerung Sorge hat. Sie spüren Symptome und es dauert dann einige Tage bis zur Testung. Ist das in irgendeiner Weise gravierend für die Menschen oder kann man durchaus diese Geduld aufbringen und sollte sich dann allerdings etwas zurückhalten in der Öffentlichkeit? Ja, auf jeden Fall, man sollte die Geduld aufbringen. Der Test ist nicht am ersten Tag nach Kontakt mit einem Corona-infizierten Patienten positiv. Auch hier sind optimale Testtage eigentlich zwischen dem 7. und 10. Tag. Manche gehen sogar darüber hinaus. Die Indikation zum Verbleib in häuslicher Umgebung ist bei jedem Infekt der oberen und unteren Atemwege zurzeit die gleiche. 14 Tage zu Hause bleiben, keine Kontakte nach draußen machen, im Familienumfeld aufpassen und möglicherweise nach 14 Tagen ohne Beschwerden wieder zur Arbeit zu gehen. Aufgrund der milden Verläufe eine Testung reihenweise, eine Testung von Nicht-Betroffenen bringt unser System ans Limit und führt zu keinen therapeutischen Konsequenzen. Wir müssen die rausfinden, die schwerst betroffen sind und unser Gesundheitssystem schützen vor einer Überlastung negativen Tests. Nun hören wir von neuen Testverfahren, die das Ganze vielleicht beschleunigen könnten. Die Firma Bosch hat da wohl etwas auch auf den Weg gebracht, wo man tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit auch dann die Ergebnisse hat. Was versprechen Sie sich davon? Ja, diese Tests sind sicherlich sinnvoll und richtig, stehen zurzeit noch nicht zur Verfügung. Hier handelt es sich nicht um einen Abstrichtest, den wir zurzeit machen aus Rachen- und Nasenraum, der dann mittels PCR ausgewertet wird, sondern hier handelt es sich um einen Bluttest, in dem man sehen kann, ob der Körper Antikörper gebildet hat gegen das sogenannte Coronavirus. Auch hierfür braucht der Körper wieder Zeit, nochmal 14 Tage, möglicherweise auch länger. Wir werden diese Tests brauchen, um rauszukriegen im weiteren Verlauf, wie hoch ist die Durchseuchung, wie hoch ist die Durchseuchung auch bei Patienten, die eigentlich keine Symptome oder gar keine Symptome haben, wie hoch ist die Durchseuchung im öffentlichen Gesundheitswesen, wie hoch ist die Durchseuchung in den Arztpraxen, in den Kliniken oder bei den Feuerwehren und Rettungsdiensten, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, inwieweit haben wir eine Herdenimmunität, inwieweit haben viele Patienten unbemerkt eine Erkrankung oder einen Kontakt mit dem Coronavirus gehabt, Antikörper aufgebaut und können sich somit selber nicht mehr infizieren. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Jetzt haben wir seit etwa einer Woche diese Kontaktsperre. Wir werden langsam schon nervös. Wir sehen, die Wirtschaft ist am Grunde, zumindest was den Bereich Einzelhandel, was den Bereich Gastronomie angeht, aber auch in der Automobilzulieferindustrie spüren wir bereits Zurückhaltung. Erste Signalwirkungen nach außen sind auch schon da. Man wünscht sich, nach Ostern müssen wir die Wirtschaft wieder hochfahren. Das Schulministerium hat heute bekannt gegeben, vielleicht können wir nach dem 19.04. auch die Schulen schon wieder leicht öffnen. Wie sehen Sie das als Arzt? Was glauben Sie, wird auch auf uns zukommen in den nächsten Wochen? Können wir schon wieder an Lockerungen denken? Also eine prognostische Einschätzung zum aktuellen Zeitpunkt ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Allerdings ist bereits jetzt abzusehen, dass die Maßnahmen, insbesondere der Kontaktsperre, bis weit nach Ostern greifen werden müssen, wenn wir wirklich eine Überlastung des Gesundheitssystems abwenden wollen. Und das müssen wir tun. In Italien und Frankreich sind zunehmend schwerste Fälle in den Kliniken. Teilweise werden Altersgrenzen eingeführt, um Patienten intensivmedizinisch zu behandeln oder zu beatmen. Das ist eine Situation, zu der darf es in Deutschland nicht kommen. Mich hat eben noch ein Kollege angerufen und gesagt, im Elsass brennt die Hütte. Und das ist eigentlich genau die Situation, die sich in unseren Nachbarländern abspielt. Wir müssen sehen, dass die Hütte in Deutschland nicht brennt. Wir müssen sehen, dass die Hütte insbesondere auch hier in Hövelhof nicht brennt. Und wenn man sich China anguckt im Verlauf, auch wenn man an manchen Statistiken seine Zweifel haben mag, eine 4-Monats-Frist zeigt dort mittlerweile eine langsame Normalisierung des Lebens in den betroffenen Regionen. Und das halte ich persönlich auch für realistisch. Das ist, woran ich mal so denke, wenn wir jetzt wieder die Zügel lockern, kommen natürlich wieder viele Menschen zusammen und dann geht es natürlich relativ schnell wieder nach oben mit den Zahlen. Deswegen gibt es ja auch so diese Theorie der Wellenbewegung, immer wieder etwas lockern, wieder etwas anziehen. Was haben Sie davon? Ja, das ist das Konstrukt, das wir erreichen wollen. Wir sind allerdings jetzt noch im Anstieg der ersten Welle und können überhaupt nicht beurteilen, auf welche Höhe diese Welle kommt.
wann diese Maßnahmen greifen. Wenn wir denn dann sehen, in 1 bis 2 14-Tage-Zyklen, ob die Maßnahmen greifen, dann kann das Sinn machen. Ich verstehe auch, dass wirtschaftliche Interessen ganz anders sind und auch sein müssen als medizinische oder ärztliche Interessen. Nur es macht keinen Sinn, wenn wir das Gesundheitssystem an den Rand seiner Leistungsfähigkeit fahren und Menschenleben verlieren. Wir müssen die Regierung zu weiteren Hilfsmaßnahmen auffordern. Es muss zügig Hilfe für jegliche Industrie geschaffen werden. Aber medizinisch dürfen wir nicht davon abrücken, dass das Menschenleben an erster Stelle steht. Abschließende Frage. Wann glauben Sie, kommt das Ganze auch auf Hövelhof zu? Wir haben erst 11 Fälle, die meisten Reiserückkehrer. Im Kreis Gütersloh sind die Zahlen schon stark nach oben gegangen. Wann wird bei uns so die Hochphase sein, wo wir uns noch mehr in Acht nehmen sollten? Noch mehr in Acht nehmen müssen wir uns sicher ab sofort, jeden Tag. Es wird Mitte Mai, Anfang bis Mitte Mai werden. Manche sprechen auch von Mitte Mai bis Mitte Juni. Je mehr Einschränkungen auch der Reisetätigkeit und auch der beruflichen Tätigkeit von den Bürgerinnen und Bürgern eingehalten werden, je niedriger wird der Anstieg der Fallzahlen auch in Hövelhof sein. Vielen Dank nochmal für diese mahnenden Worte, auch an Sie sicherlich, verehrte Damen und Herren. Wir werden alles tun hier im Krisenstab, um Sie bestens auch weiterhin zu informieren, auch auf diesem Wege, damit Sie wissen, was passiert hier auch gerade in Hövelhof. Wir werden aber auch die besten Maßnahmen treffen, um Sie zu schützen vor dem, was noch auf uns zukommt. Und ich darf Ihnen herzlich danken dafür, dass Sie bisher unsere Maßnahmen so mitgetragen haben, dass wir viel, viel Verständnis aus der Bevölkerung zurückgespiegelt bekommen haben. Und ich vertraue auf Sie, dass wir das auch in den nächsten Monaten noch gemeinsam so durchhalten. Wir halten zusammen, so heißt unser neues Schlagwort, und darauf zähle ich. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.